Danke, Frau Präsidentin, werte Ministerinnen, Hohes Haus. Vorweg, ich darf sehr viel, was insbesondere die Kollegin Kucharowicz zum ersten Teil des Gesetzes, auch die Kollegin Maurer zum ersten Teil des Gesetzes gesagt hat, unterschreiben. Und es ist uns auch ein wichtiges Anliegen, das klar zu sagen. Selbstverständlich halten wir die Schritte, die zivilrechtlich wie strafrechtlich gesetzt werden, in diesem Paket für sehr sinnvoll und absolut überfällig und werden diesen auch zustimmen. Es gibt aber einen zweiten Teil des Gesetzes, und das hast du, Kathi, auch schon gesagt, das ist der Kommunikationsplattform-Gesetzteil, der eben angelehnt ist am viel kritisierten und zu Recht kritisierten Netz-DG in Deutschland. Es ist hier nämlich so, dass sowohl in Deutschland selbst der sehr kritisiert wurde, als auch von der Europäischen Kommission sehr stark kritisiert wurde und dadurch es auch zu Änderungen gekommen ist, nachträglich, und wir werden genau dasselbe auch hier wieder erleben. Darüber hinaus, muss man ehrlich sagen, hat dieses Gesetz, dieser Teil ein grundsätzliches Problem. Er ist durchgehend innovationshemmend, und zwar genau dort innovationshemmend, wo es europäische kleine und mittlere Unternehmen betrifft, die dann eben gegen die Monopolmacht, gegen die dieses Gesetz eigentlich vorgehen will, nämlich der großen Google, Facebook und Co., nicht standhalten wird. Wo ich das genau verorte, möchte ich Ihnen ein paar Punkten erläutern. Es sind unzählige, die sich leider in den Minuten hier nicht ausgehen. Aber schauen wir uns einmal die Zielgerichtetheit an. Zielgerichtet würde bedeuten, dass man wirklich die Großen erwischt. Wir haben jetzt hier eine Umsatzgrenze von 500.000 Euro eingezogen und 100.000 User. Das bezieht sich natürlich nicht auf die Großen, weil die Großen sind sowieso gefangen, sondern man bezieht da insbesondere kleine, innovative, neue europäische Unternehmen ein. Und genau die werden es sein, die darunter leiden werden. Und genau das ist dieses Problem, und das zeigt, dass genau dieses Gesetz innovationshemmend ist und kurzsichtig ist und nicht langfristig durchdacht. Das zweite Thema sind die Strafen. Die Strafen sind bemessen mit einer Maximalhöhe von 10 Millionen Euro. 10 Millionen Euro ist für ein kleines, europäisches, innovatives Unternehmen existenzgefährdend. Das wird es nachher nicht mehr geben. Sie sperren das mit Ihrem Gesetz aus. Für Google, Facebook und Co. sind 10 Millionen, die Sie in Österreich zu zahlen haben oder auch nicht zu zahlen haben, auch dieses System ist absurd, sind die Portokasse. Den Großen ist dieses Gesetz egal, und dementsprechend ist es auch hier kurzfristig und undurchdacht. Und dann kommt der große Punkt, den ich ganz besonders spannend finde, und das ist der Zeitpunkt, den Sie gewählt haben, um dieses diese österreichische Variante des Netz-DGs hier durchzuführen. Der Zeitpunkt ist jener, wo wir eigentlich alle was wissen, dass der Digital Service Act eigentlich kommen sollte und eigentlich schon da ist, also in Vorbereitung ist. Und es ist genau der Zeitpunkt, wo Sie es noch knapp machen, bevor, also jetzt mittlerweile ist sie da, aber im Ausschuss knapp, bevor die Stellungnahme von der Europäischen Kommission da war. Was ich durchaus spannend finde, weil wenn man sich Stellungnahmen von der Europäischen Kommission zu ähnlichen Gesetzen, beispielsweise in Frankreich, anschaut, sind die durchaus vernichtend. In Frankreich wurde explizit darauf hingewiesen, dass man eine solche nationale Gesetzgebung unterlassen soll, weil das genau den gemeinsamen europäischen widerspricht. Und das gemeinsame Europäische ist genau bei solchen Themen so wichtig, weil glauben Sie wirklich, dass Facebook und Google sich wegen Österreich ändern wird? Nein. Es wird nur europäisch funktionieren, und deswegen wäre es wichtig, dass wir gemeinsam europäisch zusammenarbeiten und das möglichst schnell tun. Darüber hinaus ist auch noch eine Sache, die man, gerade wenn man über diese großen Plattformen redet, sich anschauen muss: Ist das wirklich notwendig, das zum jetzigen Zeitpunkt einzuführen? Es gibt Studien, die klar belegen, dass gerade das Löschen bei den Plattformen momentan sehr, sehr gut funktioniert. Sie kennen diese Studien auch, die die Europäische Kommission unter anderem auch veröffentlicht und weitergetrieben hat. Das heißt nämlich, dass 90% der Meldungen innerhalb von 24 Stunden überprüft werden und von denen 75% gelöscht werden innerhalb von 24 Stunden. Das zeigt auch hier ein überhastetes Agieren, insbesondere im Bereich, das Sie, Frau Edtstadler, betrifft. Und genau das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, weil es gäbe hier auf europäischer Ebene die Möglichkeit mitzuziehen, gemeinsam an einer europäischen Lösung zu arbeiten, die uns alle viel weiterbringen würde.